Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Golden City. Ich bin immer noch nervös, immer noch derselbe Tag und wie ihr sehen könnt, 18 Nachrichten. Das hier sind uns alle unsere 10er-Draw-Ergebnisse. Nummer 1, 5 Wiedergeburtssteine. Fehlen uns noch insgesamt 5. Wer es noch nicht weiß, ich habe hier eine Liste, da trage ich es aus, damit ich auch weiß, ob alles da ist. Sonst werde ich mich beschweren. Aber ich denke, es wird nicht sein. Spezielle Rüstung, nochmal 2 bekommen. Fehlt uns theoretisch noch 1. Hier, 2 Wiedergeburtssteine. Fehlen noch 3. Wenn ich mich nicht verzählt habe, natürlich. Einmal spezielle Rüstung. Müsste uns theoretisch noch eine fehlen. 120 Energie. Passt. Gold Vanoga. Wunderschön. Wird gleich hier aus der Liste gelöscht. Einfach toll. Was haben wir hier? Nochmal 120 Energie. Also hier, das ist relativ gut. Das können wir dann richtig schön ausgeben. Gold Gorosei B, normalen Gorosei B. Jawohl, passt ganz gut. Uns fehlt noch einer. Dann können wir, wenn mich nicht alles täuscht, unseren Gorosei B auf Stufe 4 bringen. Ist top. Hier haben wir 10 orangene Ausstiegsbergkristalle. Wunderbar. 2 Wiedergeburtssteine. Also ich hoffe echt, ich habe mich nicht verrechnet. Uns fehlen bei den meisten nur noch ein oder so. Jawohl. Orangene Ausstiegsbergkristalle haben wir komplett. Da bin ich schon mal froh. Nicht, dass irgendwas verloren geht oder irgendwas nicht erkannt wird. 120 Energie nochmal. Okay, Gorosei Day. In Gold. Wunderschön. So, jetzt fehlt nur noch der dritte. Den werde ich auch noch auf Rot machen. Ah, hier haben wir jetzt noch wie Donner bewegen bekommen, damit wir schon mal ein bisschen ausrüsten können. Nochmal 120 Energie. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir auch am Limit jetzt sein. Man kann nur insgesamt 500 speichern, aber das ist mir jetzt momentan wirklich egal. Hier noch ein Wiedergeburtsstein. Jetzt haben wir hier von auch alle. Jawohl. Gold Ray. Ihn hier werden wir auch noch auf Rot machen. Und nochmal 120 Energie. Alles klar, also Whitebeard hatten wir schon bekommen, das habe ich vergessen. Und spezielle Rüstung glaube ich auch. Ja, man sieht links oben 500 haben wir, aber jetzt kommt das Besondere. Bam. Ja, schaut euch das an. Rayleigh, Van Ogre, Ivankov, Gorosei D, Ene, Garb, Doflamingo, Marco und Smoker. Einfach Zucker. Ich werde jetzt trotzdem auf alle Fälle Rayleigh auf Rot machen, damit man sieht hier schon. Magischer Angriff des Wassers, der die Feuerresistenz sinkt. Fügt Klärung hinzu, Resistenz plus 30%. Stellt Wut von 4 Partnern. Fügt Klärung hinzu, Wut, Angriff plus 20% für 4 Runden. Also was bedeutet, also man sieht hier Köche, die reinigen sozusagen deine Charaktere, also die ganzen Debuffs und sowas werden entfernt. Das ist natürlich richtig top. Deswegen Wiedergeburt, ja. Jetzt haben wir hier 3 Charaktere mit Führung 60. Und natürlich 3 Rote. Schauen wir mal, ob er hier irgendeinen braucht. Wieso brauchen alle Whitebeard? Ich verstehe es nicht. Wieso alle Whitebeard? Aber das Gute ist, Hancock haben wir bald auf. Wie Horst auf. Das fällt nicht an. Auf Gold. Genauso wie Puma, also Bartholomäus Bär. Aber jetzt wollen wir mal hier die Werte anschauen. 74.000 ist nicht so viel. Zengok 90.000, Gorosei A. Jetzt ist die Frage, wen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wen ich jetzt genau nehmen soll. Jetzt schauen wir erstmal in die Schmiede. Oder. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Ich werde alle meine Charaktere, Shiggy etc., obwohl Shiggy vielleicht nicht, ja doch, ich werde alle entkleiden und auch die Partner entfernen, um dann alles mit euch zusammen nochmal neu aufzubauen. Ich hoffe, bis jetzt hat es euch gefallen. In der nächsten Folge sehen wir ein neues Team, wie wir das schon mal ein bisschen raufleveln. Wir werden auch das Fleisch ausgeben, um sie direkt mal zu testen, damit wir auch ein paar Früchte bekommen, damit wir es hier bei den Instanzen hier diese Früchte bekommen, damit wir sie ein bisschen leveln können. Ich hoffe, es hat euch dann noch gefallen. Könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!